Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es die Aufbrauchwoche Nummer 8, glaube ich, ist es diesmal. Ich komme ganz durcheinander. Ja, wir wollen die Fortschritte markieren, was wir so geschafft haben und was nicht. Und wir brauchen unseren Lieblingsstift und ein bisschen Licht, würde ich sagen. Diesmal ist es hier. Also ich benutze es ja schon seit 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen. Ja. Holder die Waldfee, sage ich, ne? Ja, der Fortschritt ist ordentlich geworden. Ich denke, so noch 1, 2, 3, 4, 5 Wochen noch. Dann ist das Ding leer. Ich meine, von der Ergiebigkeit ist das klasse und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, ob wir in der 8. oder 9. Woche sind. Ich komme schon durcheinander. Ich habe vorher nicht geguckt. So sieht es aus. Ich liebe das Rosens. Ich habe Backups. Ich habe auch andere Rosenwassergeschenke gekriegt. Und ja, bin gespannt. Ich bin heute irgendwie so komisch von dem Licht her. Keine Ahnung. Am besten ist es, ignoriert es. Irgendwie passt das nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall wird das leer gehen. Etwas, was leer gegangen ist, voilà, ist mein Duschzeug, Le Petit Marseille. Das riecht ganz ordentlich. Für 1,50 € ja, kann man mal machen. Für 3 € nein. Um Gottes Willen, wohin das Geld auch in. Es hat nichts besser gemacht, sage ich, als ein günstiges Duschcremezeug. Von daher würde ich das hier nicht nachkaufen für 3 € im DM oder für auch nicht 2 €. 1,50 war noch so ein Schmerzgrenze. Aber selbst für 1,50 € gibt es doch auch weitaus besseres Zeug. Naja, ich frage Mami, ob sie mir vom Action welches kaufen kann. Da gab es das rote und noch ein anderes. Bitte ich Mami, mir das beim Action zu holen. Aber jetzt immer noch nicht. Ja, dann haben wir schon ein Produkt leer gemacht. Dann etwas, wo ich auch einen großen Fortschritt gemacht habe. Ja, wir werden es jetzt einfach auf den Kopf markieren. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal auf den Kopf markiert habe. Es ist noch eine Beinanwendung da, vielleicht auch nur ein Bein, ich weiß es nicht. Ich habe damit mich 3 oder 4 Mal tatsächlich eincremen können. Ich finde die Dinger super ergiebig. Trackle Moon an sich, man denkt so 500 Milliliter, ja. Aber wenn man dann wirklich, ich zeige euch einen Duschfortschritt, das schafft, ja. Nächstes Mal wird das auf jeden Fall leer gehen. Also wir haben erst nur ein Produkt geschafft, aber. Naja, immerhin besser als keins. Wir sehen das mal positiv. Ja. Dann hier ist auch noch genug drin, also mindestens die Hälfte. Ich benutze, habe das vergessen in die Dusche zu stellen, die ganze Woche nicht benutzt. Ja. Dann Fußcreme. Habe ich auch die Woche nicht benutzt, obwohl ich es echt nötig hätte. Meine Füße sind super ausgetrocknet. Ich nehme mir vor, die Hälfte davon aufzubrauchen bis zur nächsten Woche. Update, ja. Mal gucken, wann das Update kommt. Dann habe ich einen kleinen Fortschritt im L'Oréal-Tübchen. Aber minimal. Minimal. Ein bisschen weniger als letztes Mal. Ich muss sagen, ich benutze ab und zu auch mal Spülung. Ich finde das nicht besser. Also ich finde das nicht besser als Spülung. Und ja, ich sehe so super braun aus, aber bin ich gar nicht. Also im Tageslicht, also im normalen Verhältnis, bin ich schon etwas dunkler als mein Hals, aber nicht so. Ich habe halt Bronzer. Ich habe ein bisschen reingegriffen im Bronzer. Ha, was soll ich damit machen? Keine Spülung benutzen, bis das aufgebraucht ist, weil es geht mir so auf den Sack. Dann habe ich etwas, wo ich auch einen kleinen Fortschritt hatte. Den größten hatte ich letzte Woche erzielt. Dieser ist ganz okay. Ich würde so sagen, noch 3 Wochen, das Ding ist leer. Wenn ich mich natürlich häufig schminke, schminke ich mich damit ja häufig auch ab. Letzte Woche habe ich sehr viele Videos gemacht, das sieht man auch dann. Ja, genau. Und man weiß ja nie, wie es einem eigentlich geht. Dann haben wir noch einen Fortschritt, was leer gegangen ist. Eine Bodycreme. Ich mochte sie nicht, weil. Ich schneide sie auch nicht auf. Da ist bestimmt noch eine Anwendung für ein Bein drinne. Diese schneide ich nicht auf, weil diese hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich sage, ja, auf jeden Fall. Caring hieß das. Das roch auch nach nicht so was, nach irgendwas Besonderem. Es roch nach Creme, nach günstiger Creme.
Ich weiß nicht, ob das teuer ist oder günstig oder keine Ahnung was. Für mich roch das nach günstiger Creme. Ich würde es nicht mehr nachkaufen und bin auch nicht so beeindruckt von dieser Zweite Creme. Creme. Produkt. Mein drittes Produkt, was leer gegangen ist, das Biotherm. Da ist noch was drin, aber ich denke nicht, dass es so abschminkt. Es hat irgendwann mich genervt, weil es nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Ich brauche ein Öl, was alles löst und nicht nur zur Hälfte. Weil wenn ich mich dann mit klarem Wasser abschminke, dann noch die Hälfte dran ist. Sorry, irgendjemand ist wichtig. Und ja, 30 Milliliter. Ich weiß es nicht. Nee, ich würde es mir nicht nachkaufen. Ihr werdet aber auch weiteres im Aufgebraucht-Video sehen. Etwas, was auch noch nicht aufgebraucht ist, aber gut benutzt, ist mein Deo. Aktuell benutze ich das Paradies Moments. Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Also mir gefällt der Duft doch nicht. Ich habe es gekauft wegen der Verpackung und wegen dem Hibiskus. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, es gefällt mir eigentlich nicht. Es ist okay, aber ich habe lieber was Frisches statt was Süßes. Und ich finde, das ein bisschen geht schon so nach Hibiskus. Nach süßem Tee. Obwohl der nicht gesüßt ist. Also so riecht er. Das riecht aber nach süßem Tee. Da sieht man ja leider auch den Fortschritt nicht. Ja. Ich bin dabei, wie gesagt, mein Kram ja auch aufzubrauchen. Hier ist tatsächlich noch eine Anwendung drin. Ich habe ja gesagt, letztes Mal aufgebraucht. Es war ja auch eigentlich aufgebraucht. Würde ich es nicht aufschneiden. Aber ich liebe es. Und hier ist noch minimal noch eine Anwendung drin. Und dann ist das restlos zu Ende. Und nächste Woche kann ich euch das dann als wirklich aufgebraucht. Also wenn man so sieht, wenn ich die Produkte noch aufschneide und mich damit noch eine ganze Woche bedienen kann. Also ich dreimal in der Woche oder sowas creme ich mich dann ein. Nicht immer, manchmal schaffe ich es einfach nicht. Ja, und das geht aber nur, ich mache nur den Oberkörper. Also nur die Arme und bis zur Schul, also bis hierhin und vielleicht noch ein bisschen den Hals, was mir auch Pickel verursacht vielleicht. Ich weiß es nicht auch, ob die Maske mir Pickel verursacht, weil ich habe hinten am Haaransatz und am Nacken sehr viele Pickel. So richtige Unterlagerung. Das werde ich mich drum kümmern, dass es wahrscheinlich heute Abend noch leer geht. Ja. Also wir zählen es mal als aufgebraucht und gut ist. Egal, ich will euch das nächste Woche nicht schon wieder in die Kamera zeigen, obwohl ich sage, es ist aufgebraucht. Hier hat sich wahrscheinlich nicht wirklich was getan. Um ehrlich zu sein, sehe ich auch hier drin wenig Doch, es Sinn. hat sich schon was getan. Also ich benutze es wirklich. Nee, es ist kein Sinn da drin. Vielleicht minimal. So minimal. Ich habe jetzt mal die Öffnung geöffnet und es bleibt jetzt auch offen. Also jetzt nicht so. Aber dann kann ich es besser reinkippen, wie nur tröpfchenweise, sondern ich meine, das sind 40% Alkohol drin. Also ob ich das trinke oder eine Wodka, das macht einfach gar keinen Sinn. Macht keinen anderen Sinn. Dann, was ich mit reinnehme. Ich weiß nicht, das Produkt füllt sich immer auf. Ich habe keine Ahnung. Seht ihr das? Letztes Mal hatten wir das markiert gehabt und jetzt ist wieder mehr drin. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht mehr markieren. Ich benutze es jedes Mal nach dem Duschen. Da werden die Haare schön weich und glatt. Gefällt mir auch, aber das ist jetzt kein Fortschritt. Genauso minimalen Fortschritt habe ich auch beim Deo Vielleicht seht ihr erzielt. das. Minimal. Ich benutze es immer nach dem Duschen, weil ich finde, das ist so das Erste und dann kommt irgend so ein Duftdeo drauf. Ja, es läuft aber die Arme runter. Dann etwas, wovon wir einen minimalen Unterschied sehen können, ist einmal duschen. Das hier. Also man sieht, wie wenig ich eigentlich zum Duschen brauche. Deswegen verstehe ich nicht, 500 Milliliter, damit kann ich eigentlich ein ganzes Jahr duschen. Aber irgendwann wird man so ein bisschen unkonsequent und drückt dann ein bisschen mehr. Das habe ich jetzt einmal und habe geduscht und war zufrieden. Das riecht nach Pfefferminz. Dann Hallo. haben wir Wie noch. kann ich Ihnen? Gleich. Dann haben wir ein Shampoo. Das ist jetzt bis hierhin aufgebraucht. Jedes Mal meine Haare damit gewaschen. Ich weiß gar nicht, ob meine Tochter damit die Haare gewaschen hat. Ich liebe Pantene Provence. Ich werde das Tübchen immer, glaube ich, auffüllen. Ich habe noch so eine Riesenpulle, die steht da rum. Oder ich nehme die Riesenpulle. Ich finde halt immer, die Öffnungen sind so riesengroß. Es nervt halt einfach. Etwas, was ich auch noch neu reinnehme, weil ich ja so ein Mini-Duschgel habe, ist das hier. Das vom Douglas. Damit,
Ich finde das ganz nett riechend und ich glaube, ja, ich habe noch ein volles Dusch, volle Bodylotion, aber ich habe ja jetzt genug Bodyzeug drinne. Das da zum Beispiel, Exfoliator, habe ich nicht benutzt. Ich habe mich eher auf das Ginger Morning konzentriert. Und auf das hier, ja, also man sieht, es passiert schon, wenn man dran bleibt, aber wenig. Dann etwas, was ich voll vergessen habe, ist das hier. Habe ich vergessen. Und etwas, was ich auch wieder vergessen habe. Das hier. Ich muss es aber aufbrauchen, weil ich das nicht gut finde. Also ich muss das mal morgens benutzen. Es hat mir im Sommer gereicht, aber im Winter denke ich, nein. Ich habe was Besseres gefunden, was ich einfach gut finde. Dann Intimo. Das ist Intimwaschgel. Ich habe das Befürchtnis, dass ich Ja, das nicht meine brauche. ganze Familie weiß Bescheid, wenn da so schwarze Striche sind, dann ist es vom Projekt. Ja, es ist halb voll und ich möchte es einfach leeren, weil ich es nicht brauche. Und wenn ich damit mir die Achsel wasche, ist mir egal. Es ist halt etwas, was im Badezimmer wiederum steht und Platz verschwendet. Und ich hätte gerne einfach Räumlichkeit, also einfach nur mal einen Raum statt Produkt. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich etwas, was ich richtig geil finde. Ich habe das jetzt einmal in dieser Woche benutzt. Das ist, kommt jetzt aber erstmal rein. Ich habe so viel Zeug drauf. Und zwar ist das ein Wilddesert Body Mist Körperspray. 235 Milliliter sind drin. Ich habe es markiert gehabt, wo ich angefangen habe jetzt. Da. Ein bisschen habe ich schon ich habe zweimal damit rumgesprüht sozusagen. Und ich liebe den Duft und ich kann mir gut vorstellen, das ist das erste Body Mist, was ich leere. Wir sind alle guter Dinge. Dann habe ich noch mit reingenommen. Mein Parfüm kann ich euch auch noch zeigen. Was Neues habe ich eigentlich nicht mit reingenommen, bis auf die Sachen, die ich euch gezeigt habe. Mein Parfüm, ich denke, kein Fortschritt. Ja, Nicht. eigentlich hätte ich meine andere Linie begradigen sollen und gut ist, da bin ich jetzt aktuell. Es ist etwas, was ich vergesse, steht halt hier und wenn ich dran denke, benutze ich es. Wenn nicht, dann Pech. Ich habe diese Woche drei Produkte aufgebraucht, könnte man sagen. Bin zufrieden. Es sind wieder ein paar und alle, die ich euch vergessen habe zu zeigen jetzt, sind halt noch nicht aufgebraucht. Und was ich auch mit reinnehme, ist das hier, das ist Gesichtscreme. Habe ich umgefüllt, was mir praktischer war in diesem kleinen Pöttchen als ein großes Pöttchen, Behaupten, dass sie halb leer ist. Also aus diesem Töpfchen ist es nur noch die Hälfte der Menge drinne. Ungefähr so, weil das andere hat sich einfach am Rand abgesetzt. Also man sieht ganz gut, dass da nur die Hälfte drin ist. Und ich möchte doch tatsächlich anfangen, diese kleinen Pöttchen erstmal leer zu machen. Dann habe ich einen größeren Fortschritt. Wisst ihr, 10 so kleine Pöttchen macht einfach 10 Plätze. Und deswegen sind das die Dinge, die ich diesen Monat oder diese Woche, das sind ja nur so Wochen, was soll ich euch sagen? Ich bin zufrieden. Sind am liebsten wäre es mir ein bisschen mehr, aber gut, es ist wie es ist. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Wochenupdate. Ich glaube, das ist dann die Woche 9 oder 10, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall macht es mir Spaß aufzubrauchen, weil ich sehe, okay, wenn du dran bleibst, braucht sich auch was auf. Sonst bleibt nichts, sonst bleibt alles gleich. Wisst ihr, was ich meine? Sonst gibt es keinen Fortschritt. Aber ich möchte nächsten Monat auf jeden Fall drei Dinge auf jeden Fall aufbrauchen. Vielleicht auch vier. Nächste Woche meine ich. Vier Dinge. Vier Dinge. Ich weiß zwar noch nicht, welche vier, aber es müssen vier Dinge sein. Sonst bin ich wirklich unzufrieden. Oder zumindest die Hälfte von einem Produkt. Wisst ihr, wenn ich das jetzt hier durchgehend benutze und das bis zur Hälfte aufbrauche, bin ich schon glücklich. Also für mich, das hier möchte ich aufbrauchen. Ich glaube auch, dass ich das hier schaffe. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht, wenn mein Töchterchen mir hilft. Diese. Das hier. Ja, und eventuell mal die Hälfte von der Creme oder sowas, ja? Also nicht verschwenderisch, aber vielleicht zweckentfremdend fürs ganze Gesicht. Ich finde sie doch nicht mehr so reichhaltig gut für mich, aber für den Winter war sie gut. Also für den Sommer war sie gut, meine ich, und für den Winter, Herbst reicht sie mir einfach nicht mehr. So, ich hoffe, nächste Woche kann ich überhaupt reden. Wir sehen uns das nächste Mal
Und 2020 sollte doch die Creme aufgebraucht sein. Dann ist sie 7 Jahre drüber und. Aber sie ist, riecht immer noch gut. Also Konservierungsstoffe sind top. Wirklich, sie sind top. Und sie riecht, sie hat nur hier von außen komisch gerochen, aber innen drin riecht sie wirklich nicht mal nach Füße. Sie riecht einfach nach Gesichtscreme. Ich könnte auch, wenn ich wollte, aber das schmiere ich mir dann doch nicht ins Gesicht. Also ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!